Moin moin und herzlich willkommen. Wir machen heute weiter mit unserer Z bis A Challenge mit allen Anführern in Civilization 6. Und der nächste Anführer, der dran ist, ist Wilfrid Laurier, der kürzlich mit dem neuesten Patch gebufft wurde, wodurch die Produktion von Minen, Sägewerken auf Tundra- und Schneefeldern erhöht ist. Außerdem bringen Jagdlager und Bauernhöfe mehr Nahrung. Das führt meiner Meinung nach dazu, dass man mit Kanada sehr gut ein produktionsstarkes Reich aufbauen kann. Das werden wir auch versuchen. Der Mountie wurde auch verändert. Er kann jetzt zwei Nationalparks errichten. Da werde ich aber mal sehen. Ich denke, Minen sind das, was am meisten Sinn ergibt. Und wir werden dadurch natürlich ganz viel Anziehungskraft verlieren und dann nur ein paar Nationalparks errichten können. Was noch wichtig zu überlegen ist, ist, dass Kanada pro 100 Tourismus eine diplomatische Gunst bekommt, pro Runde. Da müssen wir dann mal sehen, wie wir das am besten lösen. Aber ich denke, dass wir schon auch einige Wunder bauen können, Richtung Diplomatie schielen. Daher habe ich auch die Katastrophenintensität hochgedreht auf die volle Stärke. Habe die Hochland-Map gewählt, damit wir noch mehr Minen bauen können, die Hochland-Map. Hat viele Hügel und Bergketten. Da dort immer relativ viel Platz ist, habe ich die Stadtstaaten nochmal erhöht. Ansonsten ergiebige Ressourcen. Wir machen mal Standardressourcen. Legendärer Startpunkt, kalt, damit wir ein bisschen mehr Tundra und Schnee haben. Feucht, damit wir ein paar mehr Wälder haben. Und ansonsten ohne irgendwelche weiteren Spielmodi. Und dann bin ich mal gespannt, was für einen Startpunkt wir bekommen. So, das Spiel hat geladen. Dann schauen wir mal, was wir für einen Startposition bekommen. Okay. Bisschen wenig Tundra für meinen Geschmack für den Start. Aber ja, ich denke mal, wir bewegen uns zum Tabak. Dann können wir das gleich nutzen und haben hier ein ganz gutes Feld, was wir bewirtschaften können. Wir gründen hier unsere Stadt, Ottawa. Dann wäre ein Speer auf jeden Fall ganz gut, eigentlich zwei. Und ja, Astrologie ist etwas, was wir doch sehr schnell wollen, damit wir eine Religion bekommen. Ich lasse das Stammesdorf mal übrig für den Scout. Mit dem Krieger möchte ich eher nach Barbaren schauen. Okay. Der Scout ist jetzt da. Dann holt der sich das und hier produzieren wir dann einen Handwerker. Ich würde gerne hier meine heilige Stätte bauen und dann hier schon mal zwei Bauernhöfe und eine Mine. Hier oben haben wir einen ganz schönen See eigentlich, der sogar noch schöner werden kann. Ah, vielleicht ist hier die bessere heilige Stätte, sehe ich gerade. Oh ja, hahaha. Oh Gott. Das ist ja fantastisch. Alles klar, die holen wir uns. Das Schöne an Kanada ist, dass die... Das zählt nicht als Tundra-Geländefeld, doch, Tundra-Berg. Aber diese Felder sind super günstig zu kaufen. Die Tundra-Felder. Eine schöne plus 5 heilige Stätte. Das ist doch was. Schauen wir mal. Mein Plan ist, glaube ich, nach dem Stammesdorf. Ah, 40 Gold, okay. Das heißt, wir kaufen uns hier Ort für die heilige Stätte. Nach dem Stammesdorf würde ich lieber in Richtung Süden scouten und den Bereich hier erstmal offen lassen. Weil das die KI ja, glaube ich, eher weniger scoutet. Ah ja, da oben haben wir ein Camp. Interessant. Gehen wir dem mal entgegen. Oder oben ist schon ein brennender Wald.
Na, ah, jetzt bin ich falsch gelaufen. Ui, Candy. Alles klar. Ach, kriegen wir noch? Ah, das kriegen wir leider nicht mehr. Also die ersten, die Candy getroffen haben, die wollen einen großen General. Das heißt, wir kriegen jetzt schon mal zwei Glauben pro Runde. Was ganz gut ist für ein Pantheon. Oh, und sie lassen uns das Barbaren keinen. Boah, fantastisch. Außerdem haben wir Vilnius getroffen, waren dort auch die Ersten. Die wollen das Heurika für die Schrift. Alles klar. Das kriegen wir hin. So, jetzt geht's dem Scout hier an den Kragen. Hier holen wir uns den ersten Bauernhof. Fantastisch. Und hier hätte ich gerne den zweiten Bauernhof. Und die Frage ist, dafür benötigen wir Bergbau. Ja, ist trotzdem, glaube ich, das wert. Das können wir dann wieder verkaufen. Ja, was machen wir jetzt die sechs Runden? Wir wachsen gleich. Dann können wir das hier wieder nutzen. Und ich denke, ein zweiter Speer ist tatsächlich sinnvoll. Aha. Hier können wir uns schon mal einen ganz guten Campusort markieren. Und wir haben endlich die Gesetzgebung. Das bringt uns Disziplin und außerdem Stadtplanung. Den Gottkönig benötigen wir ja nicht. Dann hier die zweite Farm. Ich würde trotzdem gerne das hier weiter nutzen. Und dann können wir an der Handwerkskunst weiter forschen. So, wo ist jetzt das Camp da drüben? So, und dann wollen wir hier mal gleich die Mine fertigstellen. Jetzt hier in die Richtung gescoutet. Gar keinen wirklichen Grund. Aber wir machen da mal weiter. Ja, ich denke, hier die beiden können ganz gut als Buffer fungieren. Den Scout können wir töten, das ist sehr gut. Zwei Runden haben wir Astrologie fertiggestellt. In einer Runde den zweiten Speer. Ich denke, wenn wir auf die Suche des Barbarenkampf gehen und mit dem Speer hier weiter scouten. Ah ja, da haben wir schon die KI. So, eine Runde. Die Runde nutze ich mal für ein Monument. Und dann kommt die heilige Stätte. Wie sieht es denn aus mit großem Prophet? Noch keiner bekommt Punkte. Fantastisch. Machen wir das. Heilige Stätte plus 5. Bam. Dann Bergbau, damit wir hier endlich das verbessern können. Und wir treffen die Inka. Ah, sehr schön. Die wurden auch etwas verändert. Den werden wir mal eine Delegation schicken. Und wollt ihr meinen Tabak kaufen? Okay, 5 Gold pro Runde reicht mir noch nicht. Außerdem haben wir Brüssel getroffen. Okay, die wollen einen großen Propheten. Ja, da arbeiten wir dran. Fantastisch. Wo ist denn jetzt hier das Barbarencamp? Können unser Pantheon wählen. Und dann wollen wir mal schauen, ob, ja, Tanz der Nordlichter ist noch verfügbar. Wow. Das wird aus dieser plus 5 heiligen Stätte eine unglaubliche heilige Stätte machen. Und ja. Ich würde plus 7. Nanu? Müsste das nicht mehr sein? Ein Pantheon erhalten plus 1 Glauben durch benachbarte Tundra-Geländefelder. Ah, das nimmt die anderen Nachbarschaftsboni weg. Oi, okay. Das wusste ich nicht. Ändert das was an meiner Wahl?
Wir haben so die Möglichkeit, überall gute heilige Stätten zu bauen. Ja, nee, ich belasse das dabei. Werde jetzt hier nicht dafür neu laden. Wusste gar nicht, dass das die anderen Boni entfernt, aber ergibt natürlich auch irgendwie Sinn. Schauen wir mal. So, 4 Runden bis zum Bergbau. Wo ist denn jetzt hier das Barbarencamp? Verdammt. Ungünstig, dass ich es nicht finde. Naja. 6 Runden bis zur Heiligen Stätte. Aber es bekommt auch noch keiner Punkte dafür. So, dann ist es doch scheinbar in Richtung Osten. Ja, er kann ruhig das Nicht-Tundra-Land haben. Wir wollen in Tundra leben und gedeihen. Die Scouts sollen nur hier ein paar KIs sich anschauen. So, wir können hier bleiben, dann heilen wir auch gleich ein bisschen. Und werden da sowieso angegriffen. So, jetzt können wir endlich hier die Mine erstellen. Plus 3 Produktion, auch fantastisch. Gibt es auch einige Boosts. Handwerkskunst und das Rad. Dann würde ich mal für den Außenhandel. Nein, wir gehen fürs Staatsdienertum. Und ich denke, wir können jetzt die 3 Felder bewirtschaften und können dann zumindest mal eine Luxusressource verkaufen. Aber die Preise sind immer noch nicht so toll. Aber eigentlich, wo sind wir denn gerade bei Annehmlichkeiten? Plus 2, ja. Ich warte noch mal eine Runde und dann schauen wir mal, was wir verkaufen können. Dann würde ich sagen, holen wir uns die Tierzucht. Falls hier doch irgendwo Pferde spawnen. Etemenanki wurde gebaut. Oh, 29. Das geht schon echt verdammt schnell. Na, ich habe die heilige Stätte ein bisschen verkackt. Durch den Produktionswechsel, naja. Er bleibt bei 4 Gold pro Runde. Na gut, 4 Gold, das sind, das ist nicht viel, es ist nicht viel. Gold. Na gut. Nehme ich, denn dann können wir uns einen Schleuderschützen kaufen. Der durchaus helfen wird. Wir haben unsere heilige Stätte. Das heißt, wir haben jetzt eine Menge Glauben. Nur ein Spieler hat eine hat sich Punkte geholt und ich würde gerne heilige Stättengebete machen, weil mit einer plus 7 heiligen Stätte ist klar, wir gehen auf Arbeitsethik oder wie es im Deutschen heißt, ich weiß gar nicht. Work Ethic heißt es im Englischen. Wurde ich für Produktion vom Nachbarschaftsbonus unserer heiligen Stätten erhalten. Oh, hier endlich mein Stammesdorf. Ah, die Inka mögen uns, weil wir noch relativ klein sind. Tusche haben wir getroffen, die wollen einen Handelsweg haben. Ach ja. Und hier. Ja, und wir haben Roraimi Tepui gefunden. Innerhalb der Grenzen von Taruga, aber man könnte hier auch noch siedeln. Ja, durchaus möglich. Die wollen auch einen Handelsweg haben. Das wird ein bisschen schwierig. Ist ein bisschen weit entfernt noch. Und wir waren da auch nicht die Ersten, leider. Okay. Was haben wir hier? Erfahrung für die Einheit. Naja. Wir sind natürlich alpin, weil wir auf einer Hochland-Map spielen.
Heiliges Steppengebet ist gleich fertig. Und er möchte uns eine Delegation schicken. Fantastisch. Ich muss mich jetzt dann nicht mit dem Schleuderschützen anlegen. So, da haben wir die Beförderung. Scouten wir mal hier in den Norden weiter. Wo sind wir jetzt? 13 Punkte bekommen, okay. Ja, ich denke ein weiteres Heiliges Städtengebet. Damit wir schnell unsere Religion bekommen, weil sie dann doch sehr viel Produktion bedeutet. So, ein Schlachthof. Können wir auch weiter. Und hier wollte ich mal den Rest scouten. Und wir können jetzt eine Freundschaft mit Pachakutek eingehen. Das sichert uns ab. Dann wird er uns nicht angreifen können für 30 Runden. Und das ist jetzt am Anfang wichtig. Da wir doch sonst große Probleme haben. So, dann als nächstes Keramik. Erstmal die günstigen Sachen erforschen, die Basissachen. Wir haben dann auch, ja, die Wohnraumprobleme haben wir nicht. Wie machen wir das? Ach so, ich wollte nach Pferden gucken, genau. Pferde sind hier natürlich relativ selten im Hochland, weil oh, hier sind vier. Okay. Ja, wäre eigentlich echt ein wirklich guter Standpunkt zum Siedeln, Standort zum Siedeln. Muss mal gucken. So, ein nächstes heiliges Städtengebiet wird beendet. Gibt weitere 13 Punkte. Oh, zwei Krieger. Dann, ja, machen wir mal ein drittes. Würde nämlich gerne wirklich sehr schnell die Religion haben. So, wir haben das, da sollte das überleben. Unser Schleuderschütze kommt zur Hilfe und ich bringe auch mal den Scout mit ins Spiel. Dann gehen wir zur nächsten Runde. Ja. Tike endet in 8 Runden. Da haben wir mal endlich wieder ein Stammesdorf. Und das Orakel wurde gebaut. Das ist schade, aber auch jetzt nicht kein Weltuntergang. Für uns, ich hole mir jetzt mal das Stammesdorf. 60 Glauben. Hoi. Das ist eine Menge. Und eine Beförderung. So. Wie viel kostet denn der Prophet? 290. Ja. Ich denke noch ein heiliges Städtengebet. Und dann haben wir ihn. Würde dann noch in diesem Zeitalter kommen. Müssen wir mal gucken. Ich würde gern für die Bronzeverarbeitung gehen, um Eisen frühestmöglich zu entdecken. Wir haben die USA getroffen. Stonehenge wurde gebaut. Das heißt, eine Religion ist jetzt weg. Katholizismus. Okay. So, die USA bekommen eine Delegation. Und was sagt ihr zu Tabak? Oh, ihr liebt Tabak. Oh Gott, ja. 10 Gold pro Runde und 74 sofort. Wir holen uns Alpin. Staatsdienertum ist fertig. Dann. Ich habe noch keinen zweiten Kontinent entdeckt. Den Boost sollen wir ja aber irgendwie bekommen. Der Rest bleibt so. Wir haben einen Gouverneur. Ja, da holen wir uns auf jeden Fall Magnus.
um hier ein bisschen was zu machen. Das hier wollen alles Minen werden. Sehr schön. Ja, dann geht's hier weiter. Die Halong-Bucht. Alles klar. Auch ganz schön zum Siedeln. Müssen wir mal gucken. Ach, wenn ich so zerrieben von Candy wäre. Naja. Was möchten wir über den großen General? Ja, nee, das wird nicht passieren. Ja, es wäre schön, das Land dort zu bekommen. Ui. Unser Schleuderschütze ist ein bisschen in Gefahr. Das heißt, den ziehen wir mal dorthin und dann wirst du blocken. Und der Speer wird auch dort verharren. Ja, doch, da könnten wir siedeln. Und wir haben unseren großen Propheten, fantastisch. Hat uns auch einen Gesandten mit Brüssel. Und dann können wir jetzt ein paar andere Sachen bauen. Schrein wäre zum Beispiel ganz gut für einen Missionar. Kultur ist aber auch wichtig. Und uns die. Ah ja, da sind die USA, okay. Matthias haben wir auch getroffen. Eine Ehre, euch kennenzulernen. Wie wird das denn gemacht? Hier drüben. Haben wir einen seiner Scouts getroffen. Ja, du musst leider hier rüber. Du musst dorthin. Hui. Ein Stammesdorf. Und hier ist wohl natürlich auch noch eine Delegation. Ich glaube, ich muss mir leider einen zweiten Schleuderschützen kaufen, um hiermit klarzukommen. Aber wir können jetzt unsere Religion gründen. Das ist. In wie vielen Runden? In drei. Lohnt es sich damit zu warten für die Zeitalterpunkte? Ich weiß gerade gar nicht. Religion. Eine Religion gründen. Steht dort, wie viele Zeitalterpunkte es gibt. Zeitalter. Große Momente. Religion gegründet. Zwei. Ich glaube, ich warte die drei Runden. Für die Zeitalterpunkte, damit wir dann vielleicht ein goldenes bekommen können. Ja, puh. Ich denke, der Rückzug ist angesagt. Definitiv. Der Speer hält noch aus. Du hältst aus. Und hier. Ja. Bogenschießen wurde geboostet und Bewässerung. Sehr schön. Okay. Ich weiß nicht, ob ich den Schleuderschützen hier retten kann. Wenn ich hierhin mich bewege, sollte das helfen. Und ich glaube, der Scout muss jetzt auch mal weg. So, hier immer noch ganz viel Tundra zu besiedeln. Boah. Und die Klassik mit. Wir sollen einen Speerkämpfer ausbilden und Außenhandel boosten. Ja, Außenhandel würde ich auch ganz gerne boosten, deswegen gehen wir mal auf Militärtradition. Kann ja nicht sein, dass ich einfach keinen zweiten Kontinent bekomme. So. Dann Exodus der Evangelisten und wir gründen unsere Religion. Ich werde mal hier den Scout noch angreifen. Dann würde ich sagen, als nächstes ein Kornspeicher, nee, ein Handwerker. Wir haben hier sehr viele.
mögliche Minen. Und unsere Religion wird natürlich der Weltfrieden sein. Das ist das, was wir uns wünschen. Und wir werden dafür die Arbeitsethik verwenden. Es gibt uns gleich sofort 7 Produktionen. Langfristig hätte ich gerne Pagoden. Aber interkultureller Dialog wäre ganz gut. Dann müssen wir keine Campusse bauen. Heilige Orte ist auch nicht schlecht, da ich schon ein paar Wunder bauen möchte. Aber ich glaube, für den Anfang religiöse Kolonisation ist, denke ich, gut. Dann gründen wir diese Religion. Und damit Theologie geboostet. Es gibt ordentlich Zeitalterpunkte. Sehr schön. Ja, und ich denke, wir können auch gleich mal... Ah, wir haben noch keinen Schrein. Holen uns den Handwerker, holen uns einen Schrein und dann können wir einen Missionar rekrutieren. Außerdem haben wir Johann von Portugal getroffen. Wo befindest du dich denn? Drüben und dort unten, okay. Auch dir schicken wir natürlich eine Delegation. Ja, hier ist der Rückzug weiter im Gange. Mann, Mann, Mann. Ah, da haben wir noch ein Stammesdorf. Ja. Schwierige Ausgangslage jetzt mit den ganzen Barbaren. Bronzeverarbeitung ist entdeckt. Dann mache ich als nächstes mal die Bewässerung. Ich würde mir gerne noch einen Schleuderschützen kaufen, bevor ich auf Bogenschützen gehe. Und wir haben frühes Reich geboostet. Sehr schön. Sag mal, wir haben doch einen zweiten Kontinent entdeckt. Ja, ja, hier. Sehr schön. Außenhandel. Ja, ja, okay. Nee. Runden. Wieso zählt das nicht? Ich habe doch hier unten... Naja. Was sagen die anderen eigentlich? Nee. Dann nicht den Deal. Der Deal ist noch nicht vorbei. Pyramiden wurden gebaut von Teddy. Okay. Da wissen wir noch nicht, wo Teddy lebt. Wir haben unseren nächsten Handwerker. So. Auf jeden Fall kommt hier schon mal eine Mine hin. Jetzt ziehen wir uns zurück. Du musst hier hin. Etwas schwer zu navigieren. So, jetzt kommt der Schrein. Ich kriege schon 9. Wir haben 20 Produktionen. Das ist wirklich unglaublich. Ja. Du bist ein bisschen im Arsch. So kann dich nur ein Arm greifen. Wir hoffen, dass du es überlebst. Ach ja, die Barbaren. Hier kommt auf jeden Fall meine Mine hin. Schluss für Produktion, sehr schön. Dann würde ich hier die beiden entfernen. Und noch ein weiteres Stammesdorf, sehr gut. 20 diplomatische Gunst, auch gut. Apadana wurde gebaut, das hätte ich ganz gern gehabt. Schade. Haben wir da den Kill? Ja, sehr schön. Hier ist weiter Rückzug angesagt. Hier auch. So, wenn wir Apadana nicht haben, dann kann hier der Mabochi-Tempel hin. Der ist schon wichtig. Und
könnten hier zum Beispiel den Brutala-Palast irgendwann bauen. Dort die verbotene Stadt. Ah, flaches Land. Mist. Flaches Land haben wir noch hier. Aber das wäre ja schon mal ganz gut, wenn wir dann hier einen Theaterplatz hätten. Was sind noch weitere Wunder, die ich gerne hätte? Orakel ist weg, das ist weg. Ja, Padana wäre halt sehr gut gewesen für die Gesandten. Aber wir müssen es dann ja auch nicht übertreiben. Kotoko Inn wäre eigentlich ganz gut, aber das muss an eine heilige Stätte angrenzen. Basilius-Kathedrale wäre auch schön. Aber das ist, denke ich, in einer anderen Stadt, oder? Wir haben ja schon ein bisschen Tundra. Warum nicht die Basilius-Kathedrale? Wo ist sie denn? Dort. Haben wir hier einen? Nee. Es wäre eine ganz schöne Kombi. Wenn wir uns noch nicht schnell, könnten wir hier bekommen. 1, 2, 3. Da könnten wir tatsächlich unseren Michel bauen. Das ist verführerisch, aber dann müssten wir da jetzt ganz schnell rauskaufen. Was kostet das denn? 60? Ja, komm. Das machen wir. Dann wird das hier eine fantastische Stadt für Tourismus und Reliquien. Mont-Saint-Michel dort. Vor allem, wenn wir hier noch später den Christ über den Tor bekommen. Und dann können wir hier einen Unterhaltungskomplex. Dann können dort. Warte mal, 1, 2. Ah ja, aber das ist ja jetzt nicht mehr. Das gibt ja keinen Boni mehr. Deswegen kann dort eine Eissporthalle hin. Und dann kann hier noch Broadway hin. Oh ja, das gefällt mir. Das ist doch. Boah, ich liebe es, solche Sachen zu entwickeln. Mann, was ist denn hier mit dem Außenhandel? Ich habe doch einen neuen Kontinent entdeckt. Meine Güte. Naja, auf jeden Fall war es das erstmal für diese Folge, würde ich sagen. Ich plane dann mal ein bisschen weiter, die nächsten Städte und so weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bin sehr gespannt, wie das mit dem Weltfrieden klappt. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Euer Flo. Tschüss.